Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel bei P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. Habe ich gerade Daniro 3D gesagt? Nein, ich glaube LP. Okay, egal. Tapfere Entdecker. In der letzten Folge haben wir übrigens diese Verteidigungsmission gemacht, wo wir mit all unseren Würmern gleichzeitig spielen konnten. Fand ich sehr schön. Hoffe, er kommt noch öfter. Und jetzt spielen wir Tapfere Entdecker. Wir haben hier einen Notfall. Einer unserer führenden Wurmonauten ist in einer wirklich misslichen Lage. Wenn da keine Bewegung reinkommt, übersteht er das nicht. Klettern Sie zu seinem Raumschiff, bevor das Wasser kommt. Schnell, Beilung, und nur nicht nach unten gucken. Oh Gott, das klingt schon wieder so nach Jetpack und Fallschirm-Action. Obwohl Fallschirm im All. Das ist möglich in dem Spiel, wahrscheinlich. Ich muss an diese Fracht rankommen. Das ist meine große Toilette. Ja, ja, kein Problem. Okay. Oh Mann, soll ich da jetzt runterklettern? Ich hatte ja keine Ahnung, dass das so weit oben ist. Lass mich raten. Ja, ich muss hier. Ach, ich muss da hoch, okay. Ich dachte, ich muss von unten nach oben, von oben nach unten. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Wir haben 100 KP, also ich kann mir leisten, diesmal ein paar Mal runterzufallen. Außer ich lande voll im Wasser, dann nicht. Mit da hoch. Hui. So. Bloß nicht nach unten gucken. Ich habe ja auch Höhenangst. Also in echt. Also. Da! Nein, Quatsch. Obwohl, wir reden ja von der Sicht von Würmer. Wie Wasserstand. Oh mein Gott, der kommt. Aber verdammt schnell nach oben. Ist das ein Stuhl? Also aus der Sicht von Würmern ist das vielleicht eigentlich nicht so hoch. Aber. Und dann, meine Güte, geht das schnell. Ich bin jetzt ja ganz schön in Hektik, habe ich so das Gefühl. Und das hat alles nur geskriptet. Sag mal, gibt es überhaupt im Weltraum Wasser, ey? Was ist das denn eigentlich? So, wo muss ich überhaupt hin jetzt? Auch da. Bin ja schon da. Warte, war schon? Das war, glaube ich, die kürzeste Mission aller Zeiten. Ey. Was war das denn, bitteschön? Frosch. Was war das? Ja, und ich trinke mir jetzt mal kurz einen Schluck. Ich nehme schon seit dieser Eselmission, wo wir diese Piraten bekämpfen mussten, auf, und das sind jetzt so ungefähr 2 Stunden, glaube ich. Nee, eine. Boah. Oh. Das hat man nicht gehört, ne? Okay. Jetzt kommt irgendwie so einer und kann anhand des Geräusches wie Bronze irgendwie erkennen, dass was für ein Getränk ich gerade getrunken habe, ey. Anhand des Geräusches. Aber es war kein Markenprodukt, also. Mein wunderschöner Luftballon. Auf und davon! Und sofort wurde überfallen. Böse feindliche Würmer nähern sich unserem Ballon und sie haben nichts Geringeres im Sinn, als unsere Prachtstück zur Explosion zu bringen. Doch nicht verzagen, wenn ihr Flieger einen direkten Treffer einsteckt, sind sie es, die in der Luft gehen. Vernichten sie den Feind und drehen sie den Spieß um. Hört sich einfach an, oder? Erwarten sie das Unerwartete. Die Ballon. Wir müssen Ballon beschützen? Weil sieht schon wieder nach so Kriegsthema aus. Warum nicht wieder mit allen Charakteren? Obwohl, das würde auch bedeuten, viele, viele Gegner. Mal sehen. Vielleicht dafür jetzt gerade nur Bronze bekommen. Alles war prima, bis wir irgendwas waren. Bis. Geht so schnell weg, ey. Kann jemand so schnell lesen? Zerstören Sie den Feind sich um Flugzeuge und all Ihre Würmer. Ach, Vorsicht, gleiches geht in den Treibstoff aus und Sie müssen Nachschub. Ich, keine Ahnung, was in beiden Ballons in der Neo, und ich kann nicht so schnell lesen, meine Güte. Dann passiert halt sowas. Viel Glück. Wo bin ich denn hier? William Orr macht sich bereit. Boah. Solche. Hoho.
Red Leader, Red 2, Red 5. Gold Leader. Wie, warum nicht? Ich teleportiere mich ganz bestimmt nicht zu denen, ne? So, was ist denn da drin? Könnte ich vielleicht gebrauchen. Treibstoff eingesammelt, okay. Ja, okay, hier kann ich nicht machen. Mein Gott, ob ich da irgendjemanden treffe? Nö. Doch, was? Okay, ich muss nur die Dinger treffen anscheinend. Haben die ja gesagt, glaube ich, ne? Jetzt habe ich schon den Leader erledigt, ey. Passen Sie auf den Wasserstand auf. Ach, wenn ich Treibstoff einsammle, dann geht er wieder hoch, oder was? Da, wo ist denn ja eine Kiste wieder? Da, was? Deportieren wir uns mal dahin. Treibstoff eingesammelt. Okay, der ist wieder auf der anderen Seite. Sehr gut. Wow, das war knapp. Nein, nicht die Kiste in der Luft jagen. Nicht die Kiste in der Luft jagen. Du Sack! Hat er den Treibstoff kaputt gemacht, ey? Wie kann er es wagen? Aber warte. Den schnapp ich mir. So eine Kackdinger hier abschießen, ne? Wird wohl irgendwie irgendwas treffen, jawohl. Ha! Red Leader. Mal schon, ohne ihren Anführer sind sie machtlos. Komm schon. Ich glaube drei. Okay, später, warum die sind nicht so schlimm. Was zum Teufel? Der ist da runtergesprungen, was? Das meinen die mit Ballon wahrscheinlich, ne? Ja, super, das ist ja eine richtig geile Position, ja. Ja, wie soll ich denn von da aus vertreffen? Hättest du da auch eine... Werde ich vielleicht Teleport nutzen können. Ja, den schnapp ich mir. Bams! Ja, boah. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Flying Circus, was? Ich glaube, Olaf Günther wird als Esser abtauchen. Mein Gott, warum ist denn das Wasser schon so hoch? Achtung, Wasserpegel steigt. Ja, ich kann keine Kiste mehr einsammeln. Ihr. So. Werde ich wohl treffen jetzt. Sehr gut. Boah. Wieder einer da runtergesprungen ist. Das war so geil. Oh mein Gott, Olaf ist gleich am Abtauchen, habe ich so ein Gefühl. Ja. Und nun, wo ist der? Da. Wie soll ich denn den erwischen, ey? Ihr habt ja auch nicht mal alle. Nein! Verdammt. Den treffe ich nie im Leben. Ich glaube, Olaf versinkt jetzt, ne? Wie ein Backstein. Nein! Olaf Günther ist abgerutscht, ey. Ah! Ich kann keinen Treibstoff einsammeln, ey. Was soll das? Ja, genau, auf den. Achtung, Ballon verliert an Höhe. Komm schon, das wird er wohl nicht. Ich kann da einen Balken da hinstellen, aber... Hilfe! Jawohl.
Komm schon, treffe ich. Ich habe was getroffen. Boah, war doch gar nicht so schwierig, oder? Sehr schön. Ah ja, hat man nicht schon zum dritten Mal heute. Es ist immer knapp, aber irgendwann klappt es mal. Nicht sehr gut. Frauenrind. Oh. Weil der hat die Kiste kaputt gemacht. Wie soll ich denn da neuen Treibstoff sammeln? Ey? Die spawnen wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn man die kaputt macht, oder? Wie Bonze. Speicher an. Hier waren schon mal zwei Missionen. In diesem Part. Nicht schlecht. So. Ruhe sanft. Unser Oberst arbeitete in letzter Zeit wirklich viel zu viel. Er steht so unter Stress, dass er nicht einmal nachts zur Ruhe kommt. Daher haben wir ihn auf diesem friedlichen Bauernhof begraben. Wir hoffen, dass er hier ein wenig Ruhe findet. Da Sie ja ohnehin bereits da sind, können Sie uns auch gleich zur Hand gehen. Erforschen Sie sorgfältig jeden Winkel dieses Bauernhofs, um eine Möglichkeit zu finden, ihn einschlafen zu lassen. Bitte was? Ich dachte, er ist begraben. Oder haben wir vor, ihn zu begraben? Ich habe keine Ahnung. Die Logik in diesem Spiel ist mir zu genau. Da kommt doch kein Schwein mit. Okay. Hören Sie mal genau zu. Unser taktisches Genie hier leitet den unter Schlaflosigkeit. Steht dermaßen, bla bla bla, ich konnte nicht lesen. Zehn Leute zum Einschlafen, wirklich Schafe? Haben Sie jemals von Schäfchenzählen gehört? Was? Stellen Sie den alten Bauernhof notfalls auf den Kopf. Dann setzen Sie alles ein, was Sie finden können. Ja, ne, Schafe. Wir müssen ihn auf eine sehr traditionelle Weise zum wohlverdienten Schlaf verhelfen. Warte, soll ich jetzt etwa Schaf nehmen, die da zum Rüberspringen bringen oder wie? Okay. Oh nein. Oh, okay, sehr gut. Boah, da habe ich gerettet. Ich dachte, ich sollte so darüber springen, ey. Oh, ich habe unendlich Fallschirme. Warte mal, ihr. Ein Schaf. Ich brauche meinen Schlaf. So eine sehr dämliche Idee, was wir hier machen müssen. Wir müssen die Schafe darüber laufen lassen, oder wie? Boah, ist das dämlich. Wow, das hat ja richtig was bewirkt. Das sieht schon richtig schläfrig aus. Hier wäre noch ein Schaf für sie. Natürlich. Oh, da. Warum denn auch nicht, ey? Was hat das für eine blöde Idee? Aber irgendwie auch genial. So, Rainer. Ich will nicht direkt mehrere bekommen. Nein! Oh nein, er ist schon wieder hellwach. Hier wäre noch ein Schaf für sie. Verdammt! Boah, ist das dämlich, ey. Jetzt ist er wieder wach, oder wie? Weiß ich jetzt gar nicht, Wurmwechsel gebrauchen, wenn ich wüsste, wie das funktioniert. So. Eins.
zwei, drei, vier. Sieht schon richtig schläfrig aus. Ja, hauptsächlich durch die Explosion da am Ende, ne? Dadurch wird er nicht wach, oder was? Der hat Logik. So, wo ist das Ding? Da. Blödes William steht direkt davor. Ich kann nicht wirklich das Ding benutzen. Spring doch, Mann. Er schläft gleich ein. Mal schauen. Hier wäre noch ein Schaf für sie. Hilfe! Zu viel Wind. So. Ich habe bis jetzt auch noch kein einziges Geheimnis entdeckt, kann das sein? So im Tutorial war ja irgendwie so ein Raum, den man finden konnte, ja. Und über so Räume wurde da irgendwie geredet. Man finden konnte, um Geheimnisse freizuschalten. Bis jetzt keinen einzigen gefunden. Also existieren die überhaupt? Ich glaube nicht. Endlich schläft er. Wir haben sie erst nur geschafft. Brillant. Boah. Sehr schön. Man da irgendwie schon wieder scharf, als sie weggeworfen hat. Wie Bronze. Ma. So ein Dreck. Ja gut. Ja. Und ein Geheimnis. Boah. Da mache ich wahrscheinlich hier noch einen Schnitt. Drei Missionen haben wir geschafft, also auch nicht schlecht. Ja, schon wieder ein Die werfen die Sachen weg und man hat Schafe. Die müssen noch dauernd schlafen anscheinend. Und die ganze Zeit Schafe hört man. So, ich habe keine Ahnung, wie lange die nächste Mission sein wird, aber mal trotzdem in der nächsten Folge machen. Na, okay. Okay, finde ich gut, dass die mir zustimmt. So, was haben wir denn da? Muskelprotze, Motzen rum, okay. Wie viel Level ist das jetzt schon, ey? Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, meine Güte. Nicht gedacht, dass da so viele sind, ey. Wir haben 39% schon. Keine Ahnung. Vielleicht wie viele Sachen da noch sind. Warum ist die Musik jetzt schon wieder doppelt? Das gibt's doch nicht, ey. Na gut, ich aber sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.